Ja, hallo ihr Lieben, hallo lieber Freund oder Bruder aus einem Kurs in Wundern, der du jetzt vielleicht den Kurs in Wundern im Moment lernst, oder vielleicht bist du auch jemand, der jetzt als allererstes hier mitbekommt, dass es den Kurs in Wundern gibt, den Heilsplan Gottes, der Heilsplan für die Erlösung der Welt. Der Heilsplan für ja genau deine Erlösung oder für genau meine Erlösung höchstpersönlich. Vielleicht steckst du ja gerade im Moment in Widrigkeiten, im Verdruss, in der Depression oder in Problemen drin. Vielleicht geht es dir aber auch gerade im Moment total gut. Vielleicht bist du momentan in deinem totalen Erfolg drin. Und willst noch immer mehr Erfolg. Und vielleicht stellst du dir gerade aber auch die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Egal in welcher Situation du dich auch gerade befindest, ob du gerade mega erfolgreich bist oder mega im Misserfolg bist oder mega in deiner Traurigkeit oder einfach nur ganz neutral im Hier und Jetzt. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, hey, was soll das eigentlich? Warum stehe ich hier morgens auf? Ich will das doch gar nicht. Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, und genau dafür bist du jetzt hier hingekommen. Vielleicht in dieses Video, vielleicht in diesen Live-Chat, um vielleicht eine Inspiration zu bekommen, was es sein könnte, was der Sinn deines Lebens ist. Und wir waren eben schon auf Instagram und haben die Nira und ich gemeinsam dort ein Live-Video erstellt. Und jetzt bin ich noch mal alleine hier, live. Im Kurs heißt es, im Hier und Jetzt liegt alle Erlösung. Das heißt also alles, die Menschen, die jetzt gerade hier von links nach rechts kommen, alles ist genau im Hier und Jetzt richtig. Die kommen jetzt nicht einfach nur so vorbei, hat jetzt auch genickt, mich gegrüßt, einer von denen. Sondern sie kommen deswegen vorbei, um von dir gesegnet zu werden. Oder um dich zu segnen, um dir zu zeigen, was du wirklich bist. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. In dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Das ist das letzte Urteil, was der Heilige Geist über dich als den Sohn Gottes erteilt. Es gibt nichts, was im Außen in diesem Moment in deinem Bereich ist, in deinem Wahrnehmungsbereich ist, was nicht dahin gehört. Außer die Tatsache, dass du dich vielleicht im falschen Denksystem gerade befindest. Im sogenannten Ego-Denksystem. Wenn du dich im Ego-Denksystem befindest, dann bedeutet das die Abwehr gegen die Erlösung, die Angst vor der Erlösung, weil du dich mit etwas identifizieren willst, was nicht wahr ist, was dir nur eine Zeit lang vielleicht eine Freude bringt oder was dich eine Zeit lang in den Frieden bringt, was dir vielleicht für eine Zeit gegeben wird. Also irgendetwas Vergängliches. Deine wahre Identität, und das ist das Himmelreich selbst, du bist das Himmelreich selbst, was außer dir hat Gott geschaffen. So steht es ja auch im Kurs, so wird uns von dem Kurs in Wundern, der in Greuthof Verlag erschienen ist, und durch den Jesus spricht, der Heilige Geist, der ja auf Jesus sozusagen herniedergegangen ist, also in Jesus eingekehrt ist, spricht durch Jesus und spricht auch dort in dem Kurs durch Helen Schuckman, die das dann mit dem William Tredford 7 Jahre lang niedergeschrieben hat. Und was vielleicht auch nochmal einigen Änderungen unterzogen worden ist, aber was letzten Endes vom Inhalt her nicht verändert werden kann.
Die Form kann verändert werden. Wir können die Form immer verändern. Wir können auch hier Bilder auf unsere Brüder projizieren und werfen. Aber wir können den Inhalt, können wir niemals ändern. Und der Inhalt ist, du bist der heilige Sohn Gottes selbst. In dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Und im Hier und Jetzt sind alle deine Probleme gelöst. Es gibt in Hier und Jetzt kein einziges Problem. Komm mal genau ins Hier und Jetzt und schau mal, wenn du nicht über die Vergangenheit und nicht über die Zukunft nachdenkst oder vordenkst, dann sind da überhaupt keine Probleme, dann bist du komplett erlöst. Du kannst dann das, deine wirkliche wahre Identität, wieder vollkommen annehmen. Du kannst den Traum, den der Heilige Geist für dich geträumt hat, als den deinen übernehmen. Das ist der Traum der Erlösung, in dem alle Dinge einen guten Ausgang nehmen. Und in diesem Moment, wo du diesen Traum vom Heiligen Geist annimmst, kann auch schon Erkenntnis überfließen. Ja, da bellt jetzt ein Hund, das ist nicht störend, sondern das gehört da gerade dazu. Das Vogelzwitschern gehört dazu, die Fahrräder, die vorbeifahren, gehören dazu. Sei einfach mit nichts im Widerstand, nimm alles an als gegeben. Du könntest stattdessen Frieden sehen. Wir wollen einige Sekunden jetzt schweigen, in diesem Moment, und einfach über Worte hinausgehen und uns nach innen einfühlen und einfach hier der Stille lauschen. Ich kann auch mal einfach herumdrehen und zeigen, was so im Außen ist. Hier und jetzt liegt alle Erlösung. Die Gedanken Gottes sind eins. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Friede meinem Geist. Lass alle meine Gedanken stille sein. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gespielt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag im Frieden Gottes und ja, freue mich, dich vielleicht in den nächsten Tagen wiederzusehen. Wenn du magst, kannst du einfach mal in meinem Kanal ein bisschen stöbern, ein bisschen gucken, ob dir da was gefällt. Wenn du magst, kannst du auch mal einen Kommentar hinterlassen oder eine Frage hinterlassen. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.